zeige euch heute in diesem Video krasse Secrets in Notruf Hamburg und der letzte wird euch richtig von den Socken hauen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende des Videos und sagen wir legen los mit dem ersten Secret. Nämlich für das erste Secret müssen wir einmal kurz schnell zu unserem vertrauten Händler des Vertrauens fahren, nämlich den Autohändler. Denn das erste Secret, was es hier in Notruf Hamburg gibt, ist nichts besonders krasses jetzt so, aber es ist mal erwähnenswert. Nämlich das Secret, was sich handelt, ist nämlich die Automarken hier in Notruf Hamburg. Nämlich bei den Automarken wurden sie ja seit paar Updates schon umbenannt. Das heißt, sie heißen jetzt alle ganz anders, haben eigene sogenannte fiktive Namen. Aber Leute, was soll ich jetzt sagen würde, diese fiktiven Namen, die gibt es schon. Nämlich die ganzen Namen wie BKM oder Stuttgart und sonstige Namen wie Wolfsburg und so weiter. Die wurden in Kooperation mit Liberty County, auch einem Emergency Roleplay Game, ja, so gesehen übernommen. Das heißt, sie haben gefragt, yo, dürfen wir euren Namen übernehmen, weil halt, weiß nicht, hört sich cooler an oder einfach die Leute können es besser merken. Und dann haben sie halt diese Namen hier übernommen und die gibt es jetzt auch hier in Notruf Hamburg. Das nächste Secret, was auf der Liste steht, hat nämlich hier genau um die Ecke zu tun, nämlich mit dieser Statue hier. Denn auf den ersten Hinblick sieht diese Statue aus wie eine ganz normale Statue, also nichts irgendwie krasses oder irgendwas, was irgendwie krass sein könnte oder sowas. Aber was ich sagen würde, diese Statue soll eine gewisse Person, die sogar existiert, darstellen. Nämlich diese Person können wir hier in der Emergency Hamburg Gruppe finden und es ist kein anderer als der liebe Felix. Wenn wir mal kurz auf Felix Profil gehen, dann sehen wir, Felix hat einen Blocky Skin und er hat natürlich auch hier richtig geschmeichelte, gemachte Haare. Und wenn wir kurz zurückgehen in Notruf Hamburg, dann sehen wir, diese Person ist auch Blocky und hat auch diese geschmeichelten Haare hier gesehen. Das heißt, diese Statue ist auf jeden Fall ein Andenken oder ein Signature von Felix, dem Allerechten, hier in Notruf Hamburg am Sportplatz. Falls ihr nicht wusstet, schaut in die Kommentare rein, würde mich interessieren, wer das schon alles so wusste. Und unser nächstes Secret ist auch auf dem Weg dahin, nämlich geradeaus ein bisschen weiter. Nämlich mit dem neuen Update gab es natürlich auch zwei neue Züge. Und diese zwei neuen Züge, die jetzt hier zugekommen sind, sind richtig, richtig krass. Denn diese zwei neuen Züge, nämlich ein Zug von denen soll ein Passagierzug werden und der andere Zug, der auch noch dazugekommen ist, der ist auch ein Passagierzug. Aber das ist ein IC und ein schnell Intercity-Zug. Und wenn wir kurz hier hinfahren, nämlich zu diesem einen Gleis, wo die Weiche ist, und hier jetzt ein bisschen warten werden, dann werden wir gleich sehen, wir haben hier erstens zwei Züge und zwei Gleise. Und wusstet ihr, und das zeige ich gleich, diese zwei Züge, die hier gleich auftauchen werden, werden nur diese eine Route immer fahren. Da kommt schon der erste Zug. Das ist jetzt der IC-Zug da. Und dieser IC-Zug, den, wie gesagt, wird es nur geben auf dieser Strecke hier. Und den wir jetzt sehen natürlich hier in Action, wie er gleich hier einfach mal kurz vorbeifahren wird. Und dann sehen wir gleich, dass dieser Zug, wie gesagt, diese Strecke für sich immer nimmt. Das heißt, er fährt jetzt hier um die Kurve, zack. Und wir sehen jetzt, Achtung, da sehen wir, er fährt immer, wirklich immer diese Strecke hier entlang. Es gibt keine andere Strecke, wo dieser Zug hier entlang fährt. Der alte Zug, den wir damals auch so hatten, der hat auch natürlich diese Strecke hier genommen. Aber der Zug hier nimmt aktuell diese Strecke und die nimmt er aktuell auch immer. Das heißt, wenn ihr IC sehen wollt, dann fährt ihr einfach hier an diesen Bahngleisen vorbei, denn da wird der IC-Zug dann spawnen. Aber der andere Zug, der Passagierzug, der fährt eine andere Route. Und da sehen wir, kommt schon der andere Zug, nämlich der RE, der Regionalexpress. Und wir werden sehen, dass dieser Zug, wie gesagt, die andere Strecke fahren wird. Das heißt, diese Züge fahren immer konstant diese eine Strecke entlang. Achtung, und jetzt fährt er geradeaus lang. Und tada, dieser Zug fährt jetzt hier geradeaus lang. Wie gesagt, das ist ein sehr cooles Detail, das haben wir letztens im Stream-Chat gesagt und das muss ich dann einfach abchecken, wie ihr seht, der Zug hier, wie gesagt, der fährt aktuell hier die Strecke entlang und in der Zukunft, das wird auch natürlich so sein, wird dann natürlich auch diese Haltestellen hier anfahren und natürlich auf Passagiere warten. Wie gesagt, das war ein Feature, das anscheinend ja, nicht sofort funktioniert, gesehen, weil es gebuggt hat und deswegen später reinkommt, aber aktuell fahren diese beiden Züge immer eine Strecke entlang und das ist immer diese hier oder auch die andere. Schreibt in den Kommentar rein, ob ihr diesen Secret auch schon wusstet. Als nächstes auf meiner Secret-Liste steht was, was jeder gerne macht oder gegebenenfalls jeder, der mal im Stream dabei ist, macht es gerne. Obwohl es, glaube ich, schon so ein kleiner Trend geworden. Nämlich ist eine Bombe kaufen. Und nicht nur eine Bombe kaufen, sondern auch eine Bombe für kriminelle Zwecke nutzen. Und das geht folgendermaßen. Wenn wir zum Beispiel hier einmal kurz hier lang fahren und dann einmal kurz hier zum Schmuggler des Vertrauens fahren, der, glaube ich, nee, ist der da oben? Okay, ist der da oben wieder. Der auf jeden Fall hier ist. Da ist ja der Dealer, den müssen wir haben. So, rennen wir kurz zum Dealer entlang und dann kaufen wir vom Dealer ein paar Bomben. Wir kaufen mal wie ein paar Bomben hier. So, ein paar Bomben vom Dealer gekauft, des Vertrauens, 12 Stück, um genau zu sein. Und wenn wir jetzt bei diesem Secret Folgendes machen werden, nämlich unser Auto hier hinstellen und dann erstmal hier einen Haufen an Bomben setzen werden. Oh nein, das war verkehrt. Oh!
Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen verkackt, aber wir machen es noch einmal. Also, wenn wir ganz viele Bomben hier legen. So, ich muss aufpassen, dass ich einen Knopf da drücke, der da ist. Ja, so. Okay, mehr geht nicht. So, und dann mit unserem Auto dann hier langsam drauf fahren. Wir müssen ein bisschen mit mehr Geschwindigkeit drauf fahren. Ja, nee, es war ein bisschen zu viel Geschwindigkeit. Komm, na, Auto. Oh, ich hänge unter den Bomben fest, nicht so gut. Warte mal. So, und so, perfekt. Ja, passt. So, und dann zünden. Dann können wir mit Autos richtig weit wegfliegen. Der Trick dabei ist noch, umso größer und umso schwerer das Auto ist, also umso mehr Masse es hat, umso krasser wird es. Ich kann mal kurz mal einen Stream-Ausschnitt hier mal kurz zeigen. Und zünden. Oh, ja. Boah! Ja! Auf jeden Fall ist das mega, mega funny. Es kann natürlich auch mega, mega nicht funny sein und mega nervig sein. Aber Leute, das ist auf jeden Fall auf eine Art ein richtig cooler und ja, kleiner, lustiger Ärgertrick. Also ein richtig geiles Secret hier in Notruf Hamburg. Aber was es auch noch gibt und das ist auch richtig, richtig krass in Notruf Hamburg, ist ein Trick mit einer Animation. Ihr habt es richtig gehört, eine Animation, die man als Trick nutzt für gewisse Sachen hier in Notruf Hamburg. Gegebenenfalls, dieser Trick funktioniert noch in allen Games, aber ich kann mir vorstellen, und das werden wir natürlich in einem allgemeinen separaten Video nochmal testen, dass dieser Trick sehr, sehr krass hier auch in Notruf Hamburg funktionieren kann. Und den zeige ich euch jetzt mal auch nochmal hier einmal kurz in diesem Video. Oh mein Gott, ich bin fast ausgerutscht. Nämlich, was ihr dafür braucht, ist diese folgende Animation, die V-Pose Tommy Hilfiger Animation. Denn wie ihr wisst, kann man hier in Notruf Hamburg seine eigenen Animationen nutzen. Das heißt, wenn ich aussteige, kann ich zum Beispiel hier den Emote drücken oder ich kann zum Beispiel auch winken und so weiter und so fort. Ja, das sind die Animationen, die man nutzen kann, die standardgemäß auf Roblox kaufen kann. Aber es gibt eine Animation, nämlich die Tommy Hilfiger V-Pose. Und hier sehen wir schon, hier machen wir einen coolen Handstand. Hört sich nicht krass an, dass wir jetzt einen coolen Handstand machen oder sonstiges. Aber es ist ganz, ganz krass, wenn wir diesen Zweck für kriminelle Sachen hier ausnutzen in Notruf Hamburg. Nehmen wir kurz mal in die Bank reingehen zum Beispiel. Und wir gehen tiefer in die Bank rein. Und wir sagen mal, wir werden jetzt auf einem Public-Server. Da wir, wie gesagt, dann keine Freecam nutzen können. Dann können wir Folgendes machen. Weil, erstmal kommen wir zum Banktresor. Der Banktresor ist gerade offen. Er ist auf grün. Aber hier innen drin, wie wir sehen, ist halt nichts drin. Das hat einen Grund, aber erkläre ich gleich. Wenn wir jetzt in die Bank einbrechen wollen, dann müssten wir rein hier ein C4 hinlegen, eine Bombe. Dann zünden. Dann löst es den Alarm aus. Dann würden die Cops kommen und uns gleichzeitig hochnehmen. Aber Leute, Pharos, der Allerechte, hat jetzt hier den ultimativen Trick und jetzt müsst ihr ganz genau zuhören, denn das ist ein bisschen komplizierter hier in Notruf Hamburg als in anderen Spielen. Nämlich alles, was wir brauchen dafür, ist wie gesagt die Tommy Hilfiger V-Position und wir bräuchten eigentlich in den Einstellungen Shift-Lock-Switch. Leider ist es von den Developern, also von Notruf Hamburg, ausgestellt worden. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen tricksen. Folgendermaßen, wir müssen jetzt hier durch diese dicke Wand kommen. Wir sehen, wie dick diese Wand ist und hier müssen wir durchkommen. So, und was wir machen müssen, wir müssen jetzt die Position ausrechnen oder bedachten, wo er diesen Handstand in diese Richtung macht, also wo er ins Nichts greift, so gesehen. Das heißt, wir gehen jetzt folgendermaßen. Wir gehen hier an die Wand, gehen so nah wie möglich, so. Dann zoomen wir ganz leicht raus. Ich glaube, auf PC geht das besser als auf Mobile, aber ich zeig's mal auf dem PC auf jeden Fall. Wie gesagt, wir müssen First Person gehen, dann ganz nah an die Wand gehen, leicht rauszoomen, dann müssen wir in unser Gesicht gucken. Wir sehen unser Gesicht, drücken jetzt die Animation und wenn er gleich diesen Handstand macht, also auf seiner Hand ist, dann müssen wir ganz schnell reinscrollen, also reinzoomen und gleichzeitig D drücken. Mal gucken, First Try, geht es? Na, ihr seht, es hat jetzt nicht funktioniert. Wir suchen es noch einmal. Wie gesagt, ich will es jetzt zeigen, dass es natürlich legit ist und irgendwie keine Hex oder sonstiges. Deswegen versuchen wir es noch einmal. Zack, Handstand und drehen. Wir haben gesehen, er hat kurz rumgebackt. Wie gesagt, das ist ein bisschen knifflig, aber mit ein bisschen Glück. Zack, da sind wir schon drin im aktuell in der Bank, Leute. Leute, wir sind einfach in der Bank drin. Habt ihr es gesehen? Wir sind einfach in der Bank drin. Und jetzt ist es richtig krass. Wir können, soweit ich weiß, müssten wir eigentlich hier... Okay, wir können die Tore hier nicht aufsprengen, also aufboxen. Das funktioniert auf jeden Fall anscheinend nicht. Wir haben kein Geräusch. Also ihr habt jetzt kein Geräusch, weil ich es gerade ausgemacht habe, wegen der Musik gemacht habe. Aber was wir machen können, das müsste funktionieren, wenn wir jetzt hier, zack, eine Bombe da vorlegen. Okay, das ist, glaube ich, doof Platz. Mal gucken. Ganz genau. Und dann sehen wir hier auf einmal aus dem Nichts spawnen hier die ganzen Sachen. Ob es das dazu tun hat, weil ich hier in dem Raum schon war, dass hier nichts gespawnt ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber jetzt sehen wir, können wir hier Türen eigentlich aufkloppen. Wartet. Zack.
Da ist die Tür jetzt auf. Okay, die ist irgendwie noch dran. Okay, jetzt ist nicht mehr dran. Und wir könnten, glaube ich, rein logischerweise. Mal gucken, ist sie dick genug? Oh, das ist ein bisschen glaub ich, schwer hier, ne? Nee, ich glaube, die wäre wieder zu dick dafür, die Wand, weil das ist ja ein ganzes Piece. Also es geht nicht mit jeder Wand, muss man zu bedenken. Nee, okay, die Wand ist eindeutig zu dick, aber ich glaube, die Wand hier, das meine ich, war eine ganz dünne Wand, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Das ist eine ganz dünne Wand. Und dann müssten wir, Leute, das ist eigentlich maßlos geil zum Throne, wenn ich drüber nachdenke. So nochmal hier dran stehen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen kritisch im Originalfall. Und dann zack, bumm, sind wir schon in einem geheimen Raum in der Bank in Notruf Hamburg, Leute. Ist das nicht übertrieben krass, Leute? Lustigerweise habe ich mit diesem Glitch über die Bank sogar, ja, geschlossen. Also wir sehen hier, der Raum ist einfach wieder leer. Hier ist die rote Lampe. Und ja, ich habe aber den Raum wieder geschlossen. Aber Leute, wir sind hier einfach gerade in einem Secret-Raum in Notruf Hamburg drin. Das ist richtig, richtig krass. Oh mein Gott, wir können das, glaube ich, sogar von... Nee, ich glaube, hier ist wieder zu viel... Ah, wohl, hier, hier. Wir können sogar von hier rein glitschen, wenn wir nicht unbedingt die Bank ausrauben wollen und nur unsere Freunde trollen wollen. Also das funktioniert auf jeden Fall und das ist mega, mega geil. Und lass das mal testen auf dem Public Server, wo ich mich festnehmen lasse, um aus dem Gefängnis auszubrechen. So, wir sind jetzt auf dem Public Server. Wir gucken mal, ob wir hier irgendeinen finden, der mich festnehmen kann. Ich glaube, in der Bank ist gerade Stress. Das ist, oh, wo da, der will mich safe festnehmen. Komm, nimm mich fest. Ich will es provozieren. Komm her und lass dich, oder, ja, ne, lass dich von, oder lass mich festnehmen. Ja, genau, provozieren. Ja, genau, genau so wie es haben. Ja, ja, ja. Und jetzt nochmal festnehmen, bitte. Danke, danke, danke. Ja, easy. So, okay. Geil, geil, geil. Also wir sehen uns gleich in der Bank, wollte ich schon sagen. Wir sehen uns gleich im Jail. So, wir sind in der Bank drin und wir haben nur ganz, ganz wenig Zeit. Deswegen müssen wir auf jeden Fall hier loslegen. Und ich glaube, hier war die Wand, glaube ich, wo wir die Wand... Genau, das war die Knastwand auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier irgendwo eine Wand, die war sehr, sehr dünn, meine ich, mich zu erinnern können. Die Wand, genau, die Wand war das hier, die ich meine. Die war extrem dünn. Die war wirklich extrem dünn. So... So, einmal so gucken, einmal hier machen und komm, komm, komm. Oh, wir haben geglitscht, wir haben geglitscht, wir haben auf jeden Fall schon mal geglitscht. Ich glaube, ich schaffe es jetzt gerade nicht in der Zeit, aber wenn die Wand, wie gesagt, nicht zu dick ist, dann kann man sich durch jede Wand glitschen in Notruf Hamburg. Und ich glaube, aber diese Wand ist doch leider ein bisschen zu dick, aber auf jeden Fall, er versteht den Sinn. Und mal gucken, vielleicht finden wir ein paar Secrets oder ein paar Ecken, wo wir, wie gesagt, noch nicht uns reingeglitscht haben. Ich kann das kurz mal hier zeigen, wenn wir schon draußen sind, dann kommen wir da zeigen schon mal. Ja, moinsen. So, kommen natürlich hier nicht rein, weil hier ein Zaun ist, aber mit dem Trick Nummer 5 kommen wir da rein, weil der Zaun anscheinend zu dünn genug ist, um uns hier rein zu glitschen. Zack, wir sind drin. So, nächste Bude. Einmal hier das Haus einmal. Das muss auch noch kurz unterleiten. Zack. Einmal den hier und dann bumm. Und wir sind schon hier im Jail drin, ohne im Jail drin zu sein. Und jetzt seht ihr, was für dicke Wände hier sind. Ich glaube, das ist vielleicht sogar gewollt, wegen diesem Glitch. Aber hier durch die Wand, die ist leider viel zu dick. Da kommt man nicht durch, weil ich glaube, auch noch hier das Haus im Weg ist. Das heißt, eine doppelte Wand hier. Aber wir sehen hier, ne? Ich weiß gar nicht, können wir uns hier reinglitschen überhaupt? Das würde mich interessieren. Können wir uns hier reinglitschen? Hold on a minute. Einmal kurz nochmal probieren. Alle Dinge sind gut und sind drei. Und zack. Nee. Oh! Ah, Leute, okay, ich bin einfach... Okay, also wir kommen rein. Das heißt, man kommt noch wieder raus, glaube ich. Oh mein Gott, warte mal. Ist das vielleicht doch irgendwie so eine Methode? Okay, warte mal kurz. Jetzt müssen wir mal... Jetzt bin ich gerade selbst überrascht davon. Also ich glaube, wir kommen wirklich rein, aber wir kommen nicht raus. Das ist, glaube ich... Das ist, glaube ich... ich glaube, das ist ein bisschen sehr... Ja, cool auf jeden Fall, dass man hier nicht mehr rauskommt halt, ne? Man kommt da rein, aber man kommt nicht mehr raus halt, ne? Oh Mann, Leute, ich glaube, ich bin jetzt echt hier gefangen im Knast. Für immer und ewig, oder? Ja, Leute... Oh! Ich hab's geschafft. Okay, 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 okay. Nur jetzt weiß ich, wo ich hier rauskomme. Ich glaube, die Wand einfach zu dick ist. Aber ich glaube, ihr versteht es. Deswegen bin ich trotzdem im Jail für immer und ewig. Ja, geil. Ehre.